Und Gude und herzlich willkommen hier mal zu einem Video, nachdem ich hier eine Woche lang die Clankriegsliga live gestreamt habe. Jetzt auch mal unbedingt Zeit für ein Video. Und zwar wollte ich euch heute mal unsere Clankriegsbelohnungen erklären, wie das ganze System da funktioniert. Ich glaube, da wurde noch fast gar nicht drüber berichtet, was es so zu gewinnen gibt, wie man das richtig einlösen kann und was man sich vor allem davon kaufen kann, von den Medaillen in der Clankriegsliga. Im Hintergrund sehen wir einfach nur nochmal ein paar Angriffe hier von der lieben Marmelade, die übrigens auch nicht nur mit mir den ein oder anderen Livestream kommentiert hat, sondern hier auch, ihr werdet das gleich sehen, in der Clankriegsliga die maximale Anzahl an Sterne geholt hat. Das heißt, der gute Boy hat hier mit den sieben Spieltagen 21 Sterne geholt. Also auf jeden Fall insane. Hat immer 9v9 angegriffen. Ich glaube, sogar einmal hat er 9,5er angegriffen. Das lief hier wunderbar. Das wäre jetzt hier der erste Streich von ihm. Und sehr schön mit der Queen Walk zum Schluss. Und dann gehen wir auch mal direkt hier zu der Belohnung. Und zwar sieht man, dass ich hier bereits 204 Medaillen erhalten habe. Und jetzt kann ich noch für den Clan immer Bonus verteilen. Ich habe das hier mehr oder weniger schon mit dem Clan abgesprochen. Ich werde hier für Roter Drache welche geben, für Marmelade. Das ist hier sein zweit oder sein dritter Account. Darum haben wir da gesagt, dass er keine bekommt. Mir gebe ich natürlich... Natürlich gebe ich mir die zusätzlichen Medaillen. Ich meine, als ob ich darauf verzichten würde. So, Gold D-Watcher oder Gold Watcher 2, seht ihr auch, ist ein zweiter Account, genauso wie der Account von dem lieben Paul. Das heißt, als nächstes haben wir hier Egal, dann haben wir Nico, Rage, Chrissy, Thanatos und Boss. Und dann haben wir hier noch einen Rathaus 8 Account, ein 9er, der leider nicht mehr so aktiv war. Rexy war die letzten vier Clankriege dabei, aber leider die ersten nicht. Und ja, ist halt immer schwer aus den wirklich 15 Leute, die eigentlich immer jeden Tag angegriffen haben, 8 zu wählen, die einfach zusätzliche Bonusse bekommen. Darum nehme ich einfach mal hier dass der Main-Account ist, weil wenn das der Main-Account ist, ist natürlich ein bisschen mehr wert, wenn du da den Hate eine Stufe hoch bekommst, als wenn das jetzt dein dritter Account ist, der nur ein Rathaus 9er ist. Dann willst du lieber eine Queen auf 40 ziehen, wenn du Rathaus 10er bist. Darum hoffe ich mal, dass das jetzt hier für alle fair ist, beziehungsweise für die nächste Clankriegsliga werde ich dann das mir ausschreiben und die Boni dann an die anderen Aktiven verteile. Da werde ich aber auch auf jeden Fall mit meinem Clan das immer absprechen. Und dann können wir hier nochmal das Ergebnis sehen. Wir wurden Zweiter, wir haben leider gegen den ersten Clan verloren, ein bisschen Mismatch gehabt, gehört dazu, nicht weiter schlimm. Ja, hier sehen wir nochmal die Sterne. Marmelade mit 21 Sternen, 7 Angriffe, 700%. Ein roter Drache und ich teilen uns hier den zweiten Platz. Einmal gefailt, wir beide. Passiert. Dann hier Watcher, ein 8er. Paul, egal. Ente, Nico, Rage, Chrissy, Tana. Tana, der muss noch ein bisschen mehr Sterne sammeln, genauso wie Boss. Und ja, das war's dann hier mit der Belohnung aus dem Clankrieg. Und dann zeige ich euch hier auch nochmal eine Tabelle, wie das Ganze sich zusammensetzt. Und zwar ist das wie folgt. Ihr seht hier hoffentlich jetzt eine Tabelle eingeblendet. Und zwar hängt das ab, in welcher Liga ihr seid. Dann erhaltet ihr als Clan alle Leute, die im Roster stehen, also die am Anfang mit dran teilgenommen haben, die bekommen hier Sterne pro Win. Da seht ihr halt so eine Tabelle, zum Beispiel in Master 1 sind es 25 Sterne, in Silber 3 dagegen 10 Sterne. Dann bekommt ihr nochmal
zusätzliche Medaillen für jeden Stern, den ihr gemacht habt. Das heißt, ich habe zum Beispiel 20 Sterne gemacht. Ich bin hier in Gold 2. Das heißt, ich bekomme zusätzliche 6 Sterne pro Stern, also 20 mal 6. Und dann, ja, nochmal die Bonusse, die man zum Schluss verteilen kann. Und ja, so kommt hier die Zahl zusammen. Und dann habt ihr hier auch die Chance, euch hier eine der begehrten Hammer zu kaufen. Ich glaube, hier die 2,5 Millionen Elixier und Gold hören sich am Anfang ziemlich gut an. Aber wenn man mal hier sieht, was man da hier für Hammer holen kann, dann ist es auf jeden Fall nicht so clever. Hier der Hammer des Heldens ist bei mir ganz, ganz, ganz weit vorne. Damit kann man einfach einen Helden einfach so eine Stufe besser machen. Wie krass ist das denn? Wirkt in beiden Dörfern. Hier einmal noch einen Zauber weitermachen, ist glaube ich auch. Kann man auch mal gebrauchen, aber Helden sind immer meistens teurer als Zauber. Also darum auch der Preisunterschied. Hammer des Bauens. Für die Leute, die gerade vielleicht eine neue Rathausstufe angefangen haben, auch sehr interessant. Dann kann man einfach ein Gebäude auf die nächste Stufe machen. Irgendwie so ein X-Bau auf Stufe 5 oder ein Inferno-Turm. Das wird sich da bestimmt auch anbieten. Und hier nochmal Hammer des Kampfes. Das heißt, ihr könnt da nochmal die Truppen sofort eine Stufe besser machen. Lohnt sich natürlich auch. Aber ich werde mir hier auf jeden Fall den Hammer des Heldens kaufen. Und dann werde ich hier auch meine Queen direkt mal auf 24 machen. So, instant. Keine Ressourcenfarm. Die Queen ist sofort eine Stufe weiter. Und ich finde, das Update ist damit richtig cool für die Leute, die immer ein bisschen Probleme hatten, hier Rathaus Stufe 9, 10 Max zu werden, weil es einfach so lange dauert. Die Helden. Nun, Queen muss man von 0 auf 30 ziehen. Jetzt spielt man hier eine Woche. Beziehungsweise, sobald die Clankriegsliga nochmal losgeht, kann ich mir dann direkt 2 Helden-Level kaufen. Und das ist doch ein wunderbares neues Feature. Und für die Leute, die komplett maxed sind, gibt es hier auch nochmal so Statuen. Und die sehen, glaube ich, auch ziemlich cool aus. Die Champion-Statue, die Meister-Statue, die Anwärter-Statue oder die Herausforderungs-Statue. Auch sehr schöne Rewards, gerade für die Leute, die schon Rathaus 12 Max sind. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ihr hattet einen wunderschönen Angriff von Marmelade gesehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Macht's gut, haut rein und tschüss mit.